Mein Name ist Sarah Brigada und ich bin eine Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ich habe ja schon zwei Videos gemacht zu Måneskin. Ich spreche jetzt einfach weiter Dänisch aus. Ich mag das, wenn man Dinge so in der Ursprungssprache ausspricht. Auf jeden Fall, ja, hat mich... Das ist so, ist schon ein bisschen schräg. Ne? Ich habe die erste Performance gehört und dachte so, ja, irgendwie nett, aber ja, catch mich nicht so. Und dann habe ich nochmal einen Song angehört, I Wanna Be Your Slave. Beide Videos kann ich gerne hier oben verlinken. Und dann hat es mich schon ein bisschen mehr gecatcht. Und irgendwie muss ich sagen, macht mich die Band neugierig. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ja, und da dachte ich, statt dass ich einfach alleine die Videos anhöre und ihr habt ja gefragt, ob ich noch mehr Videos machen kann zum Måneskin, mache ich gerne. Obwohl ich immer gucken möchte, dass so eine Balance herrscht. Also ich möchte nicht nur Måneskin-Videos hier haben, aber jetzt diesen Song, der wirklich total anders klingt als die anderen, den hören wir uns gleich mal an. Per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano, le sue guance rosse, le mi ha raccontato. Okay, können wir festhalten? Es ist krass, ja, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Können wir festhalten, aber ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so. Ich liebe das ja, wenn man die Stimme einfach ein bisschen zu laut mischt, ja, im Vergleich zu den Instrumenten. Wenn die Stimme so nah ist, so klar, dass man hört alles, die Atme, also die Bewegungen im Mund mit der Zunge, also man hört einfach alles und das hat einfach so einen Effekt von, der Sänger ist gerade neben mir und ich mag das so sehr. Für mich darf die Stimme immer ein bisschen zu laut sein und eigentlich ist sie ein bisschen zu laut gemischt, aber das, finde ich, macht total viel aus jetzt für die Stimmung. Colto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ascoltato quei bastardi e loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Dice le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto... Ok. Was Damiano wirklich in Perfektion beherrscht, ist das Spiel mit der Dynamik. Also was ist die Dynamik? Dynamik ist das Spiel der Lautstärke. Und was er hier macht, ist, er betont über die Dynamik. Hört ihr das? Und das macht so viel aus für auch das Gefühl. Ich finde, es klingt so... So emotional jetzt schon, obwohl, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe mir die Übersetzung angeguckt, ich verstehe kein Italienisch, aber man hat das Gefühl zu verstehen, oder ich habe das Gefühl zu verstehen, ohne zu verstehen. Un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa. Freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Der ganze Sound ist so schön, die Gitarre kommt so crisp und klar. Also großes Lob, eigentlich wollte ich gerade sagen, großes Lob an den Tontechniker, oder dann Mischer, je nachdem. Aber der Bass ist ein bisschen zu leise, schade. Das ist auch was ich sehr liebe, wenn wirklich der Bass reinkommt und man hört diesen vollen, warmen Klang. Aber mal abgesehen von dem, ist es ein wahnsinnig schönes Klangbild. Quindi Marlena torna a casa, che freddo quasi fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Was auch cool ist bei Damiano ist der Aufbau, den er macht mit den Effekten. Also erst war der Gesang ganz clean. Und je länger kommen ein bisschen Effekte rein.
eine schöne Abstufung. Also ja, ich habe es ein bisschen mehr gemacht als er, um zu zeigen, was ich meine mit Effekten, aber das ist wirklich was, was er sehr, sehr schön steigert. Alle paar Sekunden ein bisschen mehr. Il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre con la mano mi accarezza in viso. Und hier sind sie wieder, die Atme. Dolcemente, col sangue sulle mani scalerò tutte le vette. Voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe. Perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta. Da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero qui. Was ja irgendwie spannend ist, der Song wirkt total oldschool, oder? Es wirkt wie so ein. Also, wenn es nicht die Sprache wäre, es könnte auch eigentlich ein französischer Chanson sein, so dieses Erzählerische. Es passiert gar nicht viel in der Melodie. Ich habe mir den Song nicht angehört im Originalarrangement, weil ich wollte einfach mal das bewerten, diese Akustikversion. Vielleicht ist die ja ähnlich oder ganz anders, weiß ich nicht. Aber so wie der Song jetzt daherkommt, wirkt er ganz reduziert. Und ich finde, es ist eine schöne Reduktion, so reduziert aufs Essentielle. Perché oggi sarò là in festa. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più. Ja, das ist was, was die Band total im Griff hat. Das Spiel mit, also das Arrangieren des Songs dann, auch diese Breaks hier. Die Breaks und dann immer wieder Damianos Stimme. Das ist ja eigentlich sowas. Das ist jetzt keine Rocket Science, ja. Das ist nicht Astrophysik oder was auch immer. Aber das macht so viel aus jetzt hier, die Breaks. Es gibt so viel Energie, ohne irgendwie draufzuhauen, weiß ich, oder Intensität. Wisst ihr, was ich meine? Ero solo un pazzo, lascia che ti racconti. Avevo una giacca squalcita, portavo tagli sui polsi. Oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedrà giungere. Ero in bilico tra l'essere vittima e essere giudice. Era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti. Was ich so mag an Damians Stimme, ist, dass er so legato singt, so gebunden. Also ich kann es euch mit dem Sprechen vormachen. Ich könnte ein bisschen abgesetzter sprechen und dann habe ich Pausen dazwischen. Und was er macht, ist, er zieht den Klang immer durch. Der Klang ist eigentlich immer da und es gibt praktisch keine Pause, was den Gesang so intensiv macht. Ja, das ist Legato. Ed il dubbio mio, se fossero morti oppure rinascite. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa. Was ich so mag an der Band ist, dass ich jedes Mal das Gefühl habe, aber das kann auch nur ganz subjektiv nur mein Gefühl sein, aber dass die so Bock haben auf das, was sie gerade machen, dass die so in der Musik sind, das so lieben. Das ist etwas vom Schönsten. Jemandem ist ja egal, schlussendlich, was es ist. Es kann jemand sein, der eine Faszination hat für, weiß nicht, Schach, Fußball, was auch immer. Aber jemandem bei etwas zuzusehen, das er liebt, das ist etwas vom Schönsten. Che non voglio più sparire. Di Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Und ein bisschen schicker zum Schluss. Das finde ich ist einer der spannendsten Songs, die ich jetzt gehört habe von ihm. Songwriting technisch
also sagen wir rein von der Melodie, ja, ist es nicht ein Song, wo man denkt, wow, die Melodie ist ja krass, die Melodie geht mir voll ins Herz. Ich glaube, ich könnte jetzt auch noch einmal hören, den Refrain nicht mitsingen. Also die Melodie ist nicht so eingängig, aber das machen sie total wett, oder er macht das wett mit der Intensität und der Stimme und dem Arrangement und dem Aufbau und der Dynamik. Also wie schon beim anderen Song, I Wanna Be Your Slave, ein Lehrstück davon. Dafür, sorry, heute kann ich nicht mehr sprechen. Ein Lehrstück für den Aufbau von einem Arrangement, von einem Song, von einem Popsong. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt, ob euch der Song gefällt und was ihr dazu meint. Übrigens lohnt es sich, die Übersetzung des Textes mal zu googeln. Das ist eine schönes, also schön, eine traurige Story. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn dir das Video gefallen hat, ich bin heute mich ein bisschen durcheinander, entschuldigt. Aber trotzdem versuche ich immer, ich lasse die Videos meistens ohne Cut, damit ihr einfach seht, was ich so denke und wie ich so bin. Und ich mache diese Videos gerne, ehrlich und transparent, genau. Und darum ist es vielleicht auch mal okay, wenn ich die Worte nicht gleich finde. Genau. Aber wenn dir das Video gefallen hat und du gerne mehr solcher Videos sehen möchtest, dann lass mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.